Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Uni-Video von mir. Heute zeige ich euch mein Skizzenbuch und wie ich von der ersten Idee zur Zeichnung komme. Ja, schön, dass ihr da seid und schön, dass euch das Thema interessiert. Ich gebe euch heute einen sehr intimen Einblick in meine Arbeitsweise. Und zwar zeige ich euch mein Skizzenbuch. Und Thema des heutigen Videos ist wie ich von der Inspiration zur Zeichnung komme. Also ich zeige euch hier meine Dokumentation und die ersten Zeichnungen bis hin zu dem Punkt der Zeichnung, bei dem ich dann anfange, an die Puppe zu gehen und an der Puppe Dinge zu drapieren und Dinge zu über den Schnitt zu machen und Schnitte zu erstellen. Das kommt dann im nächsten Video. In diesem Video geht es wirklich darum, wie ich Key Elements verwende oder warum, ja, welche Prozesse da vorgehen, von den ersten Scribbles, von den Inspirationsbildern zur ersten fertigen Zeichnung und wie sich diese dann entwickelt. Ich wünsche euch da mal viel Freude dabei und wir werfen jetzt einen Blick in mein Buch. Hier seht ihr jetzt mein Skizzenbuch, so das wichtigste Tool, was ich so habe und was ich mit der Zeit ja einfach festgestellt habe, dass ich das brauche, um sehr gut zu arbeiten zu können. Und wenn ich mit der Recherche fertig bin oder schon als Teil der Recherche, halte ich hier eben alles fest. Also hier habe ich jetzt, das ist ein sehr intimer Einblick in meine Arbeitsweise. Und das sieht jetzt nicht alles so super fancy aus, aber ich sage euch einfach ein bisschen was dazu. Hier habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, was ich alles machen möchte. Recherche, Planung, Outfits, Katze. Dann so, was wir für Vorgaben haben. Dann habe ich hier angefangen, einfach mal so verschiedene Dinge mir zu notieren, die mir irgendwie wichtig sind. Dann habe ich hier eben angefangen, bestimmte Dinge zu notieren, die mir eben wichtig sind. So ein kleines Moodboard, Mindmap gemacht und hier sind jetzt eigentlich viele Seiten mit meiner Recherche, bei denen ich einfach aufgeschrieben habe und viel, womit ich mich gerade beschäftige, das ist jetzt nicht so interessant. Dann habe ich mir hier so einen groben Zeitplan gemacht, wann muss was fertig sein. Habe ich mich im Endeffekt nicht dran gehalten, aber es hat mir sehr, sehr geholfen, um überhaupt anzufangen. Dann habe ich hier angefangen mit ersten Skizzen anhand meiner Recherche, meiner Inspiration. Das ist mit Mode nicht viel zu tun, aber gibt einem so ein Gefühl für das Thema. Also wo ich bin nicht die beste Zeichnerin. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr intimer Einblick, den eigentlich niemand so, ja, also selten, nur Leute, die mir nahestehen, eben sehen. Hier habe ich auch so verschiedene, immer wenn mich was beschäftigt hat, habe ich hier so eine kleine Blase. Ja, arbeitet also Strick. Was gibt es an Strick, das mich inspiriert? Welche Materialien möchte ich verwenden? Welche Verarbeitung und Bearbeitung habe ich? Wie möchte ich die Sachen verarbeiten? Welche Schnittdinge sind mir wichtig? Dann hier auch, welche Key Elements möchte ich haben? Weil ganz wichtig ist bei einer Kollektion, dass man sich die Key Elements festlegt. Und ja, also mit welchen Key Elements möchte ich arbeiten und was sind denn die Stile so? Ich habe die Bilderrecherche eigentlich hauptsächlich am Laptop und anhand meines Moodboards gemacht. Deswegen seht ihr hier immer nur ein paar wenige Bilder, die ich besonders inspirierend fand. Es gibt eigentlich nur drei und die habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Hier habe ich jetzt angefangen, mich an Silhouetten ranzuwagen. Es hat sich noch sehr verändert im Laufe der Zeit, aber um erstmal so ein Gefühl zu bekommen für das, was ich schön finde und was ich gerne verwenden möchte. Hier habe ich dann wieder mit verschiedenen, ja, Dingen gearbeitet, die, was ich denn gerne machen möchte, ob ich was gegenüberstellen möchte und ja, welche Dinge da einfach gerade aktuell sind. Das war viel Recherchearbeit, die ich jetzt nicht ins Detail gehen möchte, aber mit der ich mich eben beschäftigt habe. Welche Farben sind meine und warum? Habe mir dann immer so Definitionen zu den Farben gesucht. Welche Materialien ja, sind jetzt gerade noch wichtig und welche möchte ich gerne verwenden? Dann habe ich hier wirklich ganz konkret angefangen, mich an Formen ranzuwagen, mich an Silhouetten ranzuwagen, die ich irgendwie gut finde, die ich irgendwie verwenden möchte. Hier kommt dann die Kollektionsübersicht, die habe ich jetzt gerade allerdings anders. Die werde ich euch dann im nächsten Video zeigen, wenn ich auf die einzelnen Outfits eingehe, die ich gerade erstelle. Hier ist dann mein Moodboard, das habt ihr beim letzten Mal schon gesehen, mit den wichtigsten Dingen, die mich eben inspiriert haben. Hier dieses Bild finde ich, aber das habt ihr auch schon im letzten Video gesehen, über den Mönch finde ich sehr inspirierend. Dann die Mutter, also Mutter Gottes, und das hier ist ein Bild, also ein Outfit von Alexander McQueen, das ich sehr, sehr ästhetisch fand und sehr, sehr ansprechend. Hier der Vatikan im Hintergrund und auch hier nochmal das Bild von dieser Frau mit diesen zarten Farben, mit dem Strick, mit dem Gold, das fand ich sehr schön. Das ist eigentlich ein anderes Bild, aber ich habe den goldenen Strick drüber gelegt, weil ich das irgendwie, ja, das ist, was mir wichtig ist. Dann habe ich mir auch andere Designer angeschaut. Ich finde das immer wichtig. Ich habe hier schon mal angefangen, mit Silhouetten eben weiter mich ranzuarbeiten. Und hier eben auch, welche Stricksachen finde ich wichtig.
Und ja, jetzt kommen wir eigentlich so zu den ersten Scribbles, die ich so gemacht habe. Hier, das sind Zeichnungen, die im Museum entstanden sind, in der Gemäldegalerie, die mich irgendwie, ja, das sind auch dieses, ist auch wieder dieser Mönch, den ich sehr toll fand, und das ist noch ein anderes Bild von dem Mönch. Das jetzt kommen wir zu den Scribbles. Da habe ich jetzt einfach mir bestimmte Bilder rausgesucht, die ich gut fand, habe im Strick erste Proben angefertigt. Da habe ich auch noch ein paar Aufnahmen, aber ich denke, das kommt dann im nächsten Video. Hier soll es jetzt wirklich mal um die Zeichnung und mein Skizzenbuch gehen. Habe hier eben mit dem Strick verschiedene Strickpulli-Varianten gezeichnet, die ich eben gut finde, die ich gerne ausprobieren möchte. Hier auch mit so einem Zopfstrick, den ich da gerne als Kapuze gemacht hätte, mit weiter werdenden Dingen, was dann auch immer die To-Do-Liste dazu, was ich als nächstes machen möchte. Hier habe ich dann wirklich, bin ich los und habe ja, angefangen, Serie zu zeichnen. Das bedeutet, so verschiedene Modelle von den Zeichnungen durchgespielt und da auch nochmal die Dinge, die ich gut fand, und mich eben an die Form rangewagt. Also welche Form möchte ich haben? Da ist ganz viel Experimentelles dabei. Da sind ganz viele Dinge, die überhaupt nicht funktionieren oder die ich auch überhaupt nicht mehr schön finde, aber die ich einfach probiert habe und sie zeichnerisch dargestellt habe, um mich eben an die Form ranzuwagen. Hier wird es jetzt schon konkreter. Hier sehen wir dann die ersten Teile, die dann wirklich, die ich mir gut vorstellen konnte, die ich teilweise übernommen habe. Hier hätte ich gerne so einen Farbverlauf im Strick gehabt. Und hier kommen wir jetzt wirklich zu den ersten konkreten Outfits. Dieses Teil habe ich auch so ähnlich umgesetzt, aber das kommt dann in einem anderen Video. Und das sind jetzt wirklich die Serienzeichnungen, die ich da habe, die ich, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das sind so wirklich die ersten konkreten Zeichnungen. Der Mantel ist auch so ähnlich entstanden. Und nach diesen Zeichnungen, nachdem ich diese angefertigt habe, bin ich dann an die Puppe gegangen und habe mit Schnittkonstruktionen eben angefangen, die Teile entstehen zu lassen. Genauso hier habe ich eben verschiedene Varianten von Kleidern durchprobiert. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man genug gezeichnet hat, an dem man genug Serienzeichnungen erstellte, dass man sagt, okay, das ist das Element, das ich gerne ausprobieren würde. Das ist jetzt das, was ich gut finde, was ich, womit ich arbeiten möchte. Hier auch bei dem Cape, das ich erstellt habe. Das sind eben so die Zeichnungen, und oft ist es auch so ein Für und Wider. Also ich fange an mit einer Zeichnung und gehe dann an die Puppe und probiere es aus. Und das war jetzt auch bei dem Mantel, der dann im Prinzip entstanden ist, den ich euch dann im nächsten Video zeige, war das dann so, dass ich hier mit der Zeichnung irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt gut, das möchte ich jetzt gerne machen, und damit wären wir dann beim nächsten Schritt der Schnittkonstruktion. Ja, das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein kleiner Einblick in meine Arbeit. Wie gesagt, ich weiß nicht, es ist sehr intim und ich weiß nicht, ob ich es so jetzt jedem zeigen würde, aber irgendwie auf YouTube ist es okay, weil ich das hier drehe und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich rede Quatsch. ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Video würde ich euch dann mal mitnehmen an die Puppe und euch zeigen, wie ich Schnitte erstelle, oder halt nicht zeigen, das ist zu komplex, aber ja, die Arbeitsweise dann eben an der Schneiderpuppe und was ich da genau mache und wie ich da vorgehe und welches dann, wie das dann das Zusammenspiel ist zwischen Zeichnung und Modell, das dieses Hin und Her und wie das alles so funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen, so als kleinen Standpunkt, wo wir gerade stehen in diesem Video. Also wir sind noch so bei 30-40% der Kollektionserstellung. Also wenn man 100% das fertige Projekt ist, sind wir eher bei 25-30% bis zu diesem Punkt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr irgendwie Wünsche habt, auf was ich genauer eingehen soll, lasst es mich wissen unten in der Infobox. Und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis ganz bald. Tschüss!